Na also. Ich hab dir doch gesagt, ich krieg dich. Auf den Boden legen, Hände auf den Rücken. Du hast damit angefangen. Die traurige Bilanz, 2 Tote und 3 Schwerverletzte, unter denen sich auch der Projektleiter Prof. Dr. Klaus Thun befindet. Offensichtlich war das Experiment bereits nach 2 Tagen außer Kontrolle geraten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in 2 Fällen wegen des Verdachts auf Totschlag sowie mehrfach wegen Misshandlung und unterlassener Hilfeleistung. Eine der Versuchspersonen wurde in Haft genommen. Auch die Projektleitung wird sich möglicherweise vor Gericht verantworten müssen. Nach Aussage einer beteiligten Wissenschaftlerin hätte die Eskalation durch einen rechtzeitigen Abbruch des Experiments verhindert.